DAX-Trading 4.10.2019 nach Fibonacci Retracement Gewinn, 900 Euro Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 4. Oktober 2019 und ich werde heute mal am DAX, dem deutschen Aktienmarkt, nach der Fibonacci Retracement Methode, traden. Es ist jetzt 8.58 Uhr, es ist jetzt 8.58 Uhr und der DAX steht bei 11.967 Punkten. 8.58 Uhr, Stand 11.967 Punkte. 9 Uhr, Stand 11.951 Punkte. 9 Uhr 2, Stand 11.934 Punkte. Und damit sind zwei Retracements erreicht und ich kaufe jetzt einen DAX für 11.934 Punkte. 9 Uhr 3, Kauf neuer DAX 11.934 Punkte. 9 Uhr 4, Stand 11.949 Punkte. 9 Uhr 6, Stand 11.968 Punkte und jetzt stelle ich glatt für 11.968 Punkte und nehme den Gewinn von 34 DAX-Punkten mit. 9 Uhr 7, Stand 11.961 Punkte. 9 Uhr 9, Stand 11.965 Punkte, nachdem diese zwei Retracement von einer vorherigen Wiederansteigerung auf 11.971 Punkte gekommen ist. Nunmehr um 9 Uhr 9 mache ich einen neuen Kauf über einen DAX von 11.965 Punkte. 9 Uhr 12, Stand 11.968 Punkte. 9 Uhr 13, 11.969 Punkte. 9 Uhr 14, Stand 11.976 Punkte, damit zwei Retracements und ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 8 DAX-Punkten mit. 9 Uhr 16, Stand 11.968 Punkte. 9 Uhr 17, Stand 11.966 Punkte, damit zwei Retracement und ich mache jetzt einen neuen Leerverkauf über 11.966 Punkte. 9 Uhr 29, Stand 11.946 Punkte, aber ich stelle noch nicht glatt, sondern warte erst das zweite Retracement ab. 9 Uhr 36, Stand 11.943 Punkte. 9 Uhr 47, Stand 11.931 Punkte und jetzt stelle ich glatt und nehme den Gewinn von 35 DAX-Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Die erste Stunde in DAX ist meines Erachtens immer die beste Stunde. Ein DAX hat heute einen Wert von 11,90 Euro und ich habe heute folgende Gewinne gemacht. 34 DAX-Punkte plus 8 DAX-Punkte plus 35 DAX-Punkte macht zusammen 77 DAX-Punkte. Das macht zusammen etwa 900 Euro Gewinn für heute.